Im Laufe der Zeit erntet jedes Leben ein wenig vom Guten und Bösen, die der menschlichen Natur zu eigen sind. Aber die Natur ist launisch. Dies ist die Chronik eines Zeitalters, in dem das natürliche Gleichgewicht gestört wurde. Männer gaben sich der Vergessenheit hin und das Böse wurde entfesselt. Kluge Männer wollten die Unschuldigen schützen und versteckten das Buch. Daher blieben diese Kapitel jahrhundertelang verborgen. Aber die Geschichte muss erzählt werden. Jetzt, da die erste Seite aufgeschlagen wird, breitet sich das bösartige Geschwür erneut aus. Zuerst erlosch das Licht, als die Finsternis die Konturen eines unredlichen Mannes umhüllte. Die Seelen, die seiner Macht noch nicht erlegen waren, widersetzten sich, bis sie zerbrachen. Sein ausgemergelter Körper bot Zeugnis des Leides, das er erlitten hatte. Selbst sein Blut geronnen, als es durch seine hohlen Venen schoss und sein leeres Herz versorgte. Aber sein Herzschlag blieb stark und gleichmäßig, auch als sich seine Hände um den Hals seines Weibes legten. Langsam sog er das Leben aus ihrem zerbrechlichen Körper. Sie hatte es gewagt, Zuwendung zu erflehen, und nach Jahren eisiger Gleichgültigkeit wandte sie sich jemandem zu, von dem sie dachte, er könne sie retten. Nemesis war ihres Ehemannes verhasster Feind. Sie wurden ein Liebespaar. Tragischerweise wurde Silver Zeuge ihrer Untreue, wodurch ihr beider Schicksal besiegelt war. Silver hatte die Qual seiner Frau genossen, wusste er doch, dass Nemesis Rache üben würde. Er wurde nicht enttäuscht. Die Seele des Nemesis war voller Rache und er plante Silvers Tod. Aber schließlich war es Ruben, ein gefeierter Künstler, der es Nemesis ermöglichte, Rache zu nehmen. Er organisierte eine Ausstellung, die Silvers Leben zeigte. Die Eitelkeit seines Rivalen garantierte, dass er bei der Eröffnung anwesend sein würde. Ruben bemalte Leinwand um Leinwand, bis nur noch ein Bild fehlte, um seine abscheuliche Biografie zu vervollständigen. Nemesis.